Die KRC20-Token kommen ins Mainnet. Hey, willkommen bei der Krypto-Eule. Die KRC20-Token, da ist nun bekannt, wann sie ins Mainnet kommen beim Casper Blockdeck. Und das Ganze wird mit großer Spannung erwartet. Zunächst die Frage, was ist eigentlich Casper? Casper ist eine dezentrale Blockdeck, wo es einen Protokollschreiber zwar gibt, aber keinen richtigen Gründer dahinter, dass man sagt, da steckt ein Unternehmen dahinter. Vergleichbar wie mit Bitcoin ist es eine dezentrale Community mit einer Blockdeck-Technology und einer Transaktionsfinalität von einer bis maximal 10 Sekunden für die Transaktionen auf der Blockdeck bei Casper. Casper hat eine krasse Reise hingelegt und eine sehr dezentrale, große Miner-Community aufgebaut. Und rund um das Projekt haben sich ein paar Leute zusammengeschlossen, die das Team vorantreiben, unter anderem das Projekt Casplex. Casplex ist ein Ökosystem, was die KRC20-Token vorantreiben möchte und hat nun den Starttermin bekannt gegeben, wann sie starten werden für ihre KRC20-Token, die dann ins Mainnet kommen. Und zwar am 15.09.2024 ist es soweit und das KRC20-Protokoll kommt ins Mainnet. Das Ganze ist heiß ersehnt und wir sehen es auch hier im Chart, dass gerade der Kurs steigt, weil Leute genau sich das anschauen und das gerade extrem positiv aufgenommen wird, hier auch im Casper-Chart. Casplex selber ist hier sehr aktiv, was das Thema angeht und möchte die KRC20 hier bald vorantreiben und wie gesagt ins Mainnet bringen. Dieser Mainnet-Launch, der war heiß erwartet und man darf natürlich sehr gespannt sein, was nun mit Casplex und dem ersten Protokoll für das Casper-Ökosystem hier herausbringt. Unter anderem ihre Infrastruktur und Open Source, extra Gas-Fee-Mechanismus und die KRC20-Token, die hauptsächlich hier heiß erwartet werden. So sieht das Ganze aus und man kann sich das eigentlich vorstellen, die Casper Blockchain bzw. Blockdeck und dann der Indexer, der gleichzeitig auch die Preise und so weiter ermittelt und die Wallet, die demnächst geupdatet wird, beziehungsweise sie haben ja ihre eigene Wallet und gleichzeitig sehen wir hier das Orderbuch für diese Wallet, also auf die Wallet kommt noch ein eigenes Orderbuch, das Ganze wird sehr, sehr interessant und ist wie gesagt heiß erwartet. Das Ganze führt dazu, dass Casper hier in den letzten Tagen ja eigentlich eher nicht so positiv dastand, aber das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass allgemein der Kryptomarkt nach unten gefallen ist und wir sehen jetzt so das Auferleben oder viele Leute sagen eigentlich im September müssen die heißen News kommen, um dann den Kurs etwas nach oben zu pushen. Ja, und bei Casper ist es ähnlich, nur dass hier kein Marketing-Team dahinter steht oder dass hier gewisse Leute von der Firma, also vom Unternehmen, was hinter Casper steht, sagen, jetzt müssen wir hier raus, jetzt müssen wir mit KOLs arbeiten und so weiter, sondern dass das Ökosystem hier klipp und klar sagt, pass auf, wir sind jetzt soweit, dass wir im Testnet alle Tests abgeschlossen haben und dass wir hier aktiv vorantreiben können und das Ganze hier starten können. Aber generell ist es so, dass Casper hier natürlich jetzt erstmal angreifen kann und es bleibt weiterhin spannend, wo die Reise hingeht. Wenn wir uns das anschauen, sind sie eigentlich ziemlich ähnlich wie bei den anderen Kryptowährungen bzw. auch bei Bitcoin. Wir sehen eigentlich, dass der September auch für Casper nicht so positiv ist. Das sehen wir hier klar und deutlich. Und wir sehen auch, dass der August auch nicht positiv war mit -20% im ganzen August 2024. Aber wir kennen natürlich die Anfangszeit von Casper 2022 im September. Da sind die Aufzeichnungen hier bei CryptoRank gestartet und da ist man ganz positiv unterwegs gewesen mit im November 2022 328%, November 2023 156% und nun steht ja auch noch der November 2024 bevor. Können es hier nochmal über 100% sein? Das ist die Frage an euch. Schreibt gerne mal eure Kommentare. Wo kann Casper in diesem Jahr noch hinspringen, beziehungsweise wie viel kann hier noch kommen? Gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Casper, ich habe ja gesagt 20 Cent, das wurde gehalten. Jetzt ist die große Frage, kann er sogar noch weiter steigen? Eure Preisprognosen in den Chat, in die Kommentare. Vielen Dank dafür. Bin sehr gespannt. Wenn du jetzt sagst, du möchtest Casper gerne kaufen, dann schau dir doch mal die Kryptobörse CoinEx an. CoinEx ist eine einfache, simple Börse mit sogar ganz einfachen Aus- und Einzahlmöglichkeiten wie mit Drittanbietern, wie zum Beispiel hier, indem man hier oben Euro auswählt. Ganz wichtig natürlich USDT, USDC, BTC oder ETH, je nachdem, was man direkt kaufen möchte. Dann über die verschiedenen Zahlungsanbieter. Aktuell ist ja immer noch der Euro-zu-Dollar-Kurs, der positiv zum Einkaufen, zum Auscash
Menschen eher nicht so geil. Aber wenn man einkaufen möchte, geht das hier mit Visa, Mastercard, SEPA und auch Banktransfer ist hier möglich. Und dann könnt ihr hier ganz einfach hier Spothandel betreiben, sprich in dem Fall auch unter anderem Kaspar kaufen. Mit über 1000 Kryptowährungen, die du hier Spot kaufen kannst, die Liste ist sehr, sehr lang. Das haben wir schon wie in Videos besprochen. Kannst du hier unter anderem Kaspar kaufen via Limit und Marktpreis. Hier kannst du deinen Preis eingeben und du kannst natürlich auch einfach, wenn du sagst, ich habe gar keinen Bock auf den Preis, ich möchte jetzt da rein, dann sucht er sich aus dem Orderbuch den besten Preis beim Marktpreis ein. Gleichzeitig kannst du aber auch ganz einfach swappen, wenn du sagst, pass auf, ich möchte einfach nur Kaspar haben in diesem Fall. Und dann sagst du hier, ich gebe Kass ein und ich habe zum Beispiel Bitcoin. Ich gebe einen ganzen Bitcoin aus und möchte Kaspar haben, aber hier ist Maximalbetrag 0,09 in diesem Fall an Bitcoin zum Traden für dieses Handelspaar. Generell kannst du auch schauen, was hier gerade gehandelt wird. Also was ist gerade interessant, wo wird hier am meisten gehandelt? Wir sehen hier Tron taucht oft auf und auch der CET, der börseneigene Token, der ist auch vertreten. Gleichzeitig haben wir den Future-Handel, so wie man es kennt. Da sind nicht so viele Kryptowährungen gelistet, aber man kann hier viele Kryptowährungen long und short traden und das Ganze sogar mit einem sehr krassen Hebel, zum Teil bis zu 100. Auch Kass kannst du natürlich hier long und short traden. Wer sagt, ich möchte hier mit an der Preisentwicklung beziehungsweise hier profitieren, wenn es heißt neue News, neue Token und so weiter, hätte man hier zum Beispiel schon ein Long aufmachen können bei diesem Trade beziehungsweise bei dieser Ankündigung. Wenn du dich bei CoinEx anmelden möchtest, dann nutze doch gerne den Link in der Videobeschreibung beziehungsweise angepinnten Kommentar, da erhältst du nochmal zusätzliches Cashback. Kaspar ist ein dezentrales Projekt, aber wie ich ja bereits gesagt habe, es hat sich so ein kleines Team gebildet, die natürlich nicht von Kaspar selber bezahlt werden, weil es gibt ja kein Unternehmen, das die bezahlen kann, aber viele davon sind selber Miner und erhalten natürlich dann Kass-Token durch ihre Mining-Aktivität. Aber rund um dieses Projekt hat sich dann auch dieses Ambassador-Programm aufgebaut. Das heißt nicht, dass du Ambassador wirst und dann dafür bezahlt wirst, sondern dass du hier am Ende des Tages Kaspar repräsentierst und das sogar zum Teil auf Events und öffentlichen Veranstaltungen und eventuell auch noch in deiner Region. Dann, wenn du, sage ich mal, aus Polen kommst, dann kannst du in Polen aktiv sein. Wenn du aus China kommst, kannst du in China aktiv sein. Wir haben ja gesehen, dass Kaspar sich aktiv und allgemein auf der Welt aufgestellt hat. Gleichzeitig ist hier rund um dieses Thema das Ambassador-Programm 2.0 gestartet. Also sie haben bereits einige Ambassadors schon onboarden können und sind ja auch hier auf ihrer World Tour unterwegs. Sie sehen hier Uganda, USA oder hier auch in Frankreich. Also sie waren auf vielen Events unterwegs und deswegen Kaspar Ambassador, wenn du sagst, du bist jemand, der krass Kaspar unterstützen möchte, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit für dich, am Ambassador-Programm teilzunehmen. Einen deutschen Ambassador gibt es ja bereits, deswegen auch gerne die deutsche Telegram-Gruppe rund um Kaspar abchecken, neben natürlich auch unserer kostenlosen freien Krypto-Eule Telegram-Gruppe. Links dazu findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Gleichzeitig ist das Thema Hashrate mega interessant, wie ich finde. Und die Hashrate, die steigt natürlich sehr stark. Das sehen wir hier. Und wir sehen, dass hier diese Hashrate ein neues All-Time-High erreicht hatte. Und das Ganze sehen wir hier vor wenigen Tagen, beziehungsweise Ende September ungefähr. Wir sehen hier, ja, eigentlich gestern. beziehungsweise heute. Ja, ein neues All-Time-High hier erreicht. Wir sehen hier, was ist es? Ich kann es nicht anklicken. Es ist immer vom Vortag, deswegen, ja, doch, da. 9. September, 7 Uhr, 11 Uhr. 11 Uhr, also heute 11 Uhr, neues All-Time-High bei der Hashrate erreicht. Ja, sehr positiv, wie ich finde. Also wir sehen hier ganz klar, dass diese immer weiter steigt. Und wenn wir nur dieses Jahr nehmen, sehen wir doch, dass hier einiges passiert ist, was das Thema Hashrate angeht. Das zeugt davon, dass die Netzwerkaktivität natürlich positiv ist, sich weitere Miner hier anschließen und das Ganze immer weiter dezentral wird. Das Ganze ist definitiv positiv und sollte sich natürlich auch langfristig auf den Preis auswirken. Wenn dann hier zum Beispiel mehr Transaktionen kommen, die hier von den Minern, von den dezentralen Minern validiert werden, zum Beispiel durch die KRC20-Token. Da schließt sich der Kreis, weil man sagt, mit den KRC20-Token, mit den vielen Minern werden viele Transaktionen validiert. Man erhält natürlich als Miner viel mehr Belohnung und das Netzwerk ist natürlich auch bereit, ausgelastet zu werden, sprich kann hier schwer aktiv sein. Wenn du jetzt sagst, rund um das Thema Wallet und Sicherheit möchtest du auch aktiv werden, dann schau dir doch mal Tangem an. Tangem hat eine sehr einfache Wallet, wie ich finde, und arbeitet ja hier aktiv mit Kaspar zusammen. Deswegen ist es auch wieder so, dass die Kaspar Wallet wieder zurückgekommen ist und diese war sehr beliebt. Es sind jetzt wieder 1000 Stück in der Lieferzeit bzw. in dem Pre-Order-Möglichkeit. Also wenn jetzt hier jemand sagt, ich möchte eine neue Kaspar Wallet kaufen, dann macht das doch Ganze. Es waren am Anfang 999. Sie sind
glaube ich, vor 3 Tagen gestartet, könnten auch 4 sein. Und es gab insgesamt ungefähr 1000 Wallets. Jetzt sind es noch 914, also zuschlagen, pre-ordern das Ganze. Neuer Batch ist verfügbar. Das Ganze startet im Oktober mit dem Versanden. Also das heißt, jetzt zuschlagen und dann dauert das noch ein bisschen, bis diese versendet werden. Die Casper Wallet, die ist sehr cool. Ich habe sie ja auch selber hier. Und zwar, das ist die aktuelle, die sieht so aus, ich finde die sehr cool, das ist auch geriffelt, das hört man hier, wenn ich mit dem Fingernagel drüber gehe, also schlag dir gerne zu, mit dem Code KryptoEule gibt es 10% Rabatt, auch bei der Casper Wallet und natürlich bei den Tangem Wallet, so wie wir es kennen, also da sind immer noch die Sommereditionen da, wenn jemand sagt, ich möchte hier ein bisschen ausgefallener oder auch die Stealth Wallet, wo du nicht direkt ein Tangem Logo siehst, dann schau dir das gerne an und wenn du sagst, du möchtest das Ganze gerne einrichten, in 3 bis 5 Minuten ist das eingerichtet, kein Witz, dann schau doch hier oben in das Video. Die Casper Blockchain ist wahnsinnig schnell, hat viele Miner, ist dezentral aufgebaut und dieser Blockdeck-Mechanismus, der funktioniert Wahnsinn. Also das ist wirklich genial und krass, wie das Ganze funktioniert. So kann man sich das Ganze vorstellen, beziehungsweise das ist die Casper Blockdeck Technology. Bis zu 10 Blöcke in der Sekunde kommen hier gleichzeitig ran und ihr Wunsch, der Traum, bleibt sehr spannend, ob sie es schaffen können, ist 100 Blöcke die Sekunde. Das ist wirklich krass, wenn das passieren könnte. Wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, ist schon wieder weg. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass schon einige Blöcke gleichzeitig reinkommen, bis zu 10 müssten es maximal sein. Das heißt also hier krasse Transaktionszahlen. Und wir sehen hier, das Video ist 1 Minute 30 lang. Das fängt nicht immer von vorne an. Die Blockdeck geht einfach so weiter, je nachdem, was an Transaktionen reinkommt. Und das wiederholt sich nicht immer wieder, weil sonst hätten wir immer diese lange Kette. Die ist nicht da. Also wir sehen ganz klar, dass sich hier diese Blockdeck, ja, dass die einfach funktioniert und dass die weiterentwickelt wird. Und jeder, der schon mal eine Casper-Transaktion gemacht hat, der weiß ganz genau, ey, das geht wahnsinnig schnell. Kleiner Nachteil, wenn man zum Beispiel Börsen nutzt und von Börsen hier etwas auf seine Tangem Wallet oder auf seine eigene Web Wallet zum Beispiel, dazu auch ein Video hier auf dem Kanal, schaut gerne in die Casper Playlist, da findet ihr alles rund um Casper. Wenn ihr da eure Casper von der Börse hinschickt, da kann das ein bisschen länger dauern, weil die Casper, die Börse, also die Börse, die du versendest, egal ob CoinEx oder andere sind, da ist das Problem, dass diese oft eine gewisse Beschädigungszeit haben, brauchen, dass die sagen, pass auf, wir wollen aber 100 Blöcke haben und dann versenden wir das Ganze erst. Kann passieren, aber seien wir ehrlich, wir sehen es ja hier gerade, 100 Blöcke ist nicht wirklich viel. Das sind demnach 100 Sekunden, beziehungsweise lass es vielleicht 120 sein, maximal Sekunden, also reden wir von 2 Minuten, ja, aber die Bestätigungszeit von Börsen ist immer ein bisschen schwieriger, deswegen, wir sehen aber am Ende des Tages, dass diese Blockchain funktioniert und das Ganze läuft wunderbar. Zur Hashrate habe ich gerade schon was gesagt und Casper selber dazu dieses coole Bild gepostet, was ich sehr schön finde, also das Thema Hashrate meiner Blockdeck, das funktioniert hier und jetzt kommt dazu halt die KRC20 Token und die KRC20 Token sind meiner Meinung nach sehr spannend und es wird sehr interessant sein, was wir da sehen, werden wir hauptsächlich Meme-Token sehen, werden wir viel DeFi sehen, was werden wir sehen, vielleicht auch Real-World-Assets und es gab schon die ersten Fragen, wann kommen denn NFTs? Ich bin mal sehr gespannt, lass das ganze Thema erstmal starten, Mitte September, nicht mehr lange ist es hin, also noch 6 Tage, dann startet das Ganze im Mainnet. Denkt gerne an die Links in der Videobeschreibung rund um das Thema Börse, Tangem und natürlich alle News, die ich hier gezeigt habe. Alle Links dazu findest du in der Videobeschreibung, inklusive unserer kostenlosen freien Telegram-Gruppe. Gerne da reinkommen, könnt ihr jederzeit Fragen stellen rund um die Uhr, sollte jemand da sein und diese Frage beantworten können. Und wenn ihr sagt, ich möchte in die deutschsprachige Casper-Telegram-Gruppe, dann gerne auch in die Videobeschreibung schauen, denn der Link, der ist dort auch da zu finden. In diesem Sinne, ich sage vielen Dank fürs Zusehen, denkt gerne an ein Like, unterstützt das Video und sorgt dafür, dass Casper hoffentlich immer weiter bekannt wird in der deutschsprachigen Community und denkt auch gerne an die Frage, wo geht der Preis hin? Was denkst du? Schreib mal gerne in die Kommentare dein All-Time-High oder dein Jahreshöchstpreis von Casper, 40 Cent, 30 Cent oder doch nur die 20, die wir vielleicht nochmal knacken. 22 wurde ja noch nicht erreicht, 21,7 ist glaube ich das All-Time-High. Es bleibt sehr spannend. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. We'll be right back.